gefräst. Hat nur oben und unten Plastikelemente für die Antennen. Der Akku ist fest eingebaut. Entsprechend kann ich an der Seite SIM-Karte und Speicherkarte einlegen. Was eines der Hauptfeature des Gerätes ist, ist die 12-Megapixel-Kamera von Carl Zeiss. Kaufen. Und was auch mit dabei ist, ich habe es gerade nicht in der Tasche, ein sogenanntes USB-to-Go-Kabel. Das sieht ähnlich aus wie dieses. Stecke ich hier an den Micro-USB-Anschluss und kann einen beliebigen USB-Stick oder Laufwerk anschließen und kann. Das heißt ähnlich? Es sieht genauso aus quasi wie das HDMI-Kabel, ist nur eben hier, hat den Micro-USB-Anschluss und nicht den HDMI. Ansonsten sehen die immer zum Verwechseln. Sogenannte Widgets einrichten. Das habe ich schon auf der Homepage gesehen. Genau. Das wird einem ganz gut demonstriert eigentlich. Ja. Und ich habe gerade schon gesagt, ich schaffe es immer nur auf zwei Homescreens. Ein dritter ist mir eigentlich zu viel, kann ich auch ausschalten. Auf dem ersten habe ich meine E-Mails, mein Facebook, Internetbrowser, Telefon, was man braucht. Was noch schön ist, auch neu, ist ein Widget, ein Info-Widget über verpasste Ereignisse, Anrufe, Mitteilungen etc. Sprich, ich habe Konten zusammenbringen und Stichwort bei dem Social Client ist eben Vereinfachung, dass ich eben das über einen Client abbilden kann. Ich gehe mal zum Beispiel in unseren Twitter-Kanal und habe eben alle Funktionen, die ich von Twitter kenne, auch mobil, wie zum Beispiel, klar, eine Nachricht schicken über Twitter, aber eben auch ein Foto auswählen, ein Foto posten, nach meinen Followern schauen, nach bestimmten Tags suchen, eine direkte Nachricht schicken. Also alle Anwendungen, die ich über Twitter kenne, kann ich da Grafikbeschleuniger, ein Grafikchip, der solche Sachen möglich macht. Dass ich zum Beispiel durch meine Musikalben so durchscrollen, nicht so spannend. This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. This is the right surround channel. This is the left surround channel. The next sound you'll hear is the LFE channel. Aber auch Spaßsachen wie zum Beispiel meine Kollegin eben entweder dicker oder dünner oder lustige Dinge machen. Also einfach je nachdem. Weil ich mit dem aus bestehenden Fotos und Videos ein neues Video machen kann. So eine Art Fotoshow? Oder? Art Fotoshow, genau. Beispiel wäre... Sehr komplex, aber kann man das dann auch mit Musik unterlegen gleich? Ja. Und so? Okay. Können wir einmal kurz demonstrieren. Ist zum Beispiel...